Bernd Niebrügge in Athen. Ja, Erleichterung oder Ernüchterung, möchte man fragen. Gestern hatte man den Eindruck, dass die Menschen eher erleichtert seien, dass es nicht zum Grexit kam. Aber heute? Ist heute mehr Ernüchterung? Ich würde sagen, insgesamt ist das Gefühl gleich geblieben. Es ist einmal die Erleichterung der Menschen, andererseits ein Schock, dass nun wieder eine harte Sparpolitik aufgelegt worden ist, dass aus Sicht der Tsipras-Anhänger ihr Regierungschef in die Knie gegangen ist und nachgegeben hat und all die Versprechen, die er vor allem in Verbindung mit dem Referendum gegeben hat, nun nicht mehr gelten. Also es ist eine zwiegespaltene Stimmung. Entscheidend ist hier ganz sicher, wie insgesamt die Menschen hier über den Tag hinkommen. Das heißt, im Moment können sie noch immer nur 60 Euro aus den Bankautomaten bekommen. Da ist die große Frage, wann wird es endlich mehr? Wann kann auch die Wirtschaft wieder anlaufen? Wann können die Unternehmen wieder im normalen Geldverkehr teilnehmen? Das ist, glaube ich, für das tägliche Leben auch eine sehr, sehr und vielleicht die zentralere Frage. Sie haben eben das Referendum noch einmal erwähnt. Lassen Sie uns das noch mal näher beleuchten. Es gibt doch die absurde Situation, dass die Menschen im Referendum gesagt haben, nein, sie wollen das so nicht. Anschließend hat Tsipras aber mit den Stimmen der Opposition das trotzdem durchgesetzt. Und jetzt wiederum ist klar, es wird dazu kommen müssen. Wie ist das zu vermitteln? Ja, das hat auch ein wenig mit der Mentalität zu tun in diesem Land. Also keineswegs müsste man jetzt denken, dass alle sagen, Alexis Tsipras hat uns verraten, er hat uns im Stich gelassen. Nein, ich hatte heute Morgen noch im Hotel mit den Mitarbeitern gesprochen und genau über diesen Punkt diskutiert. Und die sagten mir dann, ja, eigentlich war es ja klar, dass er sich nicht ganz durchsetzen könnte, aber er hat gekämpft für uns, er hat versucht, das Beste herauszuholen. Und da hört man dann auch ein bisschen heraus, dass alle eigentlich froh sind, dass dieser Reformprozess nun endlich wohl weitergehen wird. Und dass sich dann doch die Situation verändert. Entscheidend ist aber, hier muss kurzfristig auch für die Menschen eine Verbesserung der Situation erkennbar sein. Dann hat Alexis Tsipras auch eine Chance, politisch zu überleben. Da hat man sich ja gestern schon in Europa gefragt, wie will der Tsipras das da anstellen mit seiner Regierungskoalition. Heute früh wurde bekannt, er fängt schon an, Minister auszutauschen. Wie geht er da jetzt konkret vor? Ja, es ist gestern Abend noch der Arbeitsminister zurückgetreten, der zum linken Flügel der Syriza, der Regierungspartei, zugerechnet wird. Gleiches werden vermutlich auch der Arbeitsminister und der Sozialminister tun. Auch die hatten schon gestern von Rücktritt gesprochen. Sie wollen auf keinen Fall im Parlament diesen politischen Kurs unterstützen. Das läuft natürlich darauf hinaus, dass Alexis Tsipras seine Mehrheit im Parlament verliert. Inzwischen sind 16 bis 20 unsichere Kantonisten zu verzeichnen. Andererseits aber kann er, das ist eine griechische Eigenart, die zurückgetretenen Plätze im Parlament ersetzen durch eigene Leute, die seinen Kurs unterstützen. Dadurch könnte er sich also wieder etwas Rückenwind holen. Zum anderen hat die Opposition ja klar gemacht, mehrfach schon, auch gestern nochmal, dass sie auf alle Fälle diesen Reformkurs im Parlament unterstützen wollen, dass sie diesen Mittwoch und auch kommende Woche dann, wenn die Reformpakete zur Abstimmung gestellt werden, dann auf alle Fälle die Regierung Tsipras unterstützen. Politikwissenschaftler haben gestern schon gesagt, naja, vielleicht gibt es ja jetzt so etwas wie eine große Koalition in Athen. Ja, genau. Eine Regierung der nationalen Einheit, das schwebt letztlich den Oppositionsparteien vor. Aber man muss da warnen, das ist nichts Langfristiges. Das ist praktisch ein Übereinkommen, dass man jetzt versucht, dieses Land aus der größten Krise herauszubekommen, dass man versucht, mit den Gläubigern in wirkliche Verhandlungen über ein drittes Memorandum, einen dritten Vertrag zu kommen. Das ist das Ziel, aber langfristig tragfähig ist das vermutlich nicht. Und deshalb spricht man hier auch schon ganz offen davon, dass wenn die größte Krise jetzt in den nächsten Wochen überwunden ist und auch wieder der Kapitalverkehr normal läuft, dass man dann im September, Oktober vielleicht zu Neuwahlen schreitet. Die Formulierung langfristig tragfähig, die lässt sich ja auch übertragen auf den Versuch, Geld nun selbst einzusammeln durch den Verkauf von, ich nenne es mal, dem Silberschatz des Landes. Gibt es da überhaupt noch genug, was man verkaufen kann? Ja, da gibt es noch einiges. Es steht einiges zum Verkauf an, wie Hafenanteile zum Beispiel von dem sehr lukrativen Piräushafen, an dem viele internationale Unternehmen interessiert sind, dort einzusteigen. Es gibt auch noch andere Geschäfte, die man möglicherweise wieder neu beleuchten möchte, weil dort griechische Großunternehmer, die sogenannten Oligarchen, zum Zuge gekommen sind für einen Dumpingpreis. Das hat Alexis Tsipras ja schon früher gesagt, möchte er nochmal auf den Tisch bringen und vielleicht nachverhandeln. Da ist schon einiges auf dem Tisch, aber entscheidend ist ja nun,
dass Griechenland einen riesigen Schuldenberg vor sich schirbt. Gestern hätten sie 450 Milliarden Euro überweisen müssen an den IWF. Nächsten Montag sind es 3,5 Milliarden an die Europäische Zentralbank. Insgesamt mit den Rückständen sind wir schon bei fast 5 Milliarden Euro. Und da muss ganz schnell eine Brückenfinanzierung geschaffen werden mit Hilfe der Gläubigern. Das ist, glaube ich, auch das Bemühen in diesen Stunden. Und da denkt man daran, dass man eventuell an den europäischen Stabilitätsmechanismus rangeht. Das ist eine alte Einrichtung, in der noch 11,5 Milliarden Euro liegen. Die könnte man vielleicht abrufen. Oder auch die Zinsgewinne, die die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren eingefahren hat. Da ist von 3,2 Milliarden Euro die Rede. Oder eben auch, dass man die Schulden, die dieses Land hat, bei EZB und IWF nochmal streckt. Also man sieht, es gibt zwar viele Regeln, aber auch viele Möglichkeiten, diese Regeln nochmal ein bisschen zu strecken. Und da wird man hoffentlich in den nächsten Tagen eine schnelle Lösung finden, damit einfach dieses finanzielle Problem jetzt erstmal gelöst wird. Bernd Niebrügge, vielen Dank nach Athen.